Ja, die Harpy-Trommel. Meine Harpy-Trommel. Seit 5 Tagen habe ich die jetzt. Und ich bin so, so fasziniert. So, so fasziniert. Oder sind 6 Tage? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall nicht. Ja, ja. So langsam spüre ich wieder, dass etwas versucht einzurasten in meinem Inneren. Einrasten in das Verhalten und Gestalten, welches man sich als einzelner Stadtmensch so greift, wenn der Sommer zur Neige geht. Im Grunde bin ich im Gestus nicht besonders weit entfernt von den Typen, die nachts laut werden und ihre Bierflaschen an den Haltestellen der öffentlichen Verkehrsschnittstellen mit Groll in den Knochen zerdonnern und sich wahrscheinlich davon noch irgendeinen verbessernden Effekt erhoffen. Man hat den Sommer über so ziemlich alles versucht, was in seiner Macht steht, Anschlüsse zu finden, an denen man sich gern und mit einem sicheren Gefühl orientiert. Dann kommt der Wechsel in die Zeit der herbstlichen und winterlichen Manifestationen seiner eigenen Tendenzen und man bemerkt, dass die gesendeten Lebensregungen stellenweise eine unbefriedigende, ja sogar bedenkliche Resonanz erzeugt zu haben scheinen. Dass man mich nicht falsch versteht, ich mag die Menschen, welche mich nun wahrscheinlich ab hier in Zukunft begleiten werden, nun mangelt es mir hin und wieder etwas an Vertrauen in deren mehr oder minder einseitige Neigung. Das Gefühl, eine Menge mehr verstanden zu haben, ist nicht verschwunden. Doch das Gefühl, mit den relevanten Dingen immer noch daneben zu liegen, liegt es an den Auswirkungen des gesellschaftlichen Systems, dass mir hier schädlich die Resonanzen auf meine Lebensregungen verwehrt bleiben, oder habe ich es zu verantworten, das System nicht ausreichend verstanden und mich nicht entsprechend verneigt zu haben? Um ehrlich zu sein, glaube ich, kein System darf sich über die Fähigkeiten, Tendenzen, Bedürfnisse von irgendwelchen Menschen hinwegsetzen und seinen massenhaften Gleichschnitt produzieren, welcher wie vorgesehen durch die Maschen in die zugeteilten Räume fällt. Wobei sehr frei etwas Makulatur unbedenklich einkalkuliert wird. Institutionalisierung ist ja wirklich eine gut gemeinte Idee. Nur dürfen wir die Deserteure nicht verurteilen, vergessen oder ihre Leistungen sonst wie geringschätzen. Sonst entpuppen wir uns nur unter Drucksituationen mit zu verkrampfter Zielgerichtetheit und leider unter Ausschluss der Sichtbarkeit ihrer Alternativen. Ich soll nun vermuten, die Schuld läge bei mir, weil eventuell meine Ausdrucksfähigkeit als Person nicht ausgeprägt genug sei und mir deswegen die lebensnotwendigen Resonanzen verwehrt bleiben müssen. Noch einmal beim Überdenken dieser Spekulation will ich betonen, dass
dass ich wohl an nichts so intensiv gearbeitet habe wie an meiner persönlichen Ausdrucksfähigkeit. Doch um entwickelte Ausdrucksfähigkeit geht es hier gar nicht. Diese wird hier belächelt, diese wird hier missgönnt, missverstanden oder, was ja noch zu verkraften wäre, lässig fehlinterpretiert. Entweder du lässt dich formen oder du bekommst die Reaktion auf deinen misstrauischen Eigensinn zu spüren. So einfach geht es hier zu Werke. Um etwas klarzustellen, ich bin kein Feind. Ich ist kein Feind. Auch kein Systemfeind. Nur ein Mensch, der herausfinden will, an welchen Entwicklungspunkten uns ein System verzerrt und verunstaltet, sodass wir uns gegenseitig nicht mehr erkennen können oder wollen. Wer sind wir denn noch? Ich dachte einmal im tiefsten Vertrauen in meine Instinkte, ich könnte durch das Leben hindurchfließen wie Wasser, ohne nur einen Gedanken daran verschwenden zu müssen, dass immer wieder kleine Tropfen von mir an den Leitplanken und Maschendrahtzäunen hängen bleiben werden, bis sich die Kraft meiner Wassermasse, wenn sie nicht irgendwie zu erneuern ist, langsam, unweigerlich verliert. Ich zerkratzt eure Leitplanken mit seinen Weichteilen. Ich zerkratzt seine Weichteile an euren Leitplanken. Folgt diesem Prozess das Alter unumgänglich? Oder blaumeiert uns unser eigenes System? Als kurze Bemerkung, ich bin jetzt gerade einmal 33 Jahre alt, aber meine Wahrnehmung, was solche Dinge betrifft, drängt sich mir so bedenklich auf, dass ich mich gezwungen fühle, so darüber zu sprechen. Dazu reicht auch nicht ein kleiner Facebook-Post oder eine herübergespuckte Twitter-Nachricht. Erkenntnisse wollen nicht depressiv machen. Die menschliche Ausdrucksfähigkeit ist eine der wichtigsten Möglichkeiten, die wir haben. Ohne sie zermürbt uns das System völlig. Wir müssen weiter, schneller, besser lernen, wie wir das System formen können, um eine erträglichere Lebensweise zu schaffen. Deshalb unser Tempo. Und erträglich kommt mir hier nicht von Ertrag im eigentlichen Sinn. Ich hätte besser den Ausdruck angenehm fließende Lebensweise verwenden sollen. Was bleibt übrig von uns, wenn wir nicht ein Gefühl oder eine innere biologische Regung, welche sich vielleicht bereits in sprachliche Codes, in Gedanken verwandelt hat, auch so gut es geht, transparent machen? Scheinbar hilft uns die Technik dabei. Scheinbar kommt sie aber auch einer wachsenden Anzahl von Menschen immer mehr als eine beschämende Krücke vor, welche unserem wahren Potenzial überhaupt nicht gerecht werden kann. In welchem Jahrtausend begann dieses Spiel? Augenwinkel sehe ich ihn kommen. Er fliegt direkt auf uns zu. Der Treffer, welcher uns vollends beliebig macht. Es entstehen neue Pfeile und ich esse wieder Fleisch. Programmatisch wird nichts geboten. Unendlich klirrende Sittengewitter sowie lapidar und nichtssagend
entrücke ich Blasenkonstrukte neben die Spur. Hetz mich weiter durch die Nacht, ich folge dir. Ohne Widerwillen werde ich weiter flehen.